In dieser Folge haben wir einiges zu besprechen. Ich rede nicht lange, wir legen direkt los. Viel Spaß. Ich habe mir heute Morgen ein YouTube-Video angeguckt von dem YouTuber Raw Academy, der ein Video darüber gemacht hat, ja, ist HDR-Fotografie eigentlich jetzt total tot? Also, dass man dann mehrere Fotos dann machen muss, um dann die verschiedenen Lichtstufen einzufangen, sodass dann auch der Himmel nicht ausbrennt und die Schatten jetzt nicht zu sehr rauschen, wenn man sie aufzieht. Dabei hat er davon gesprochen, ja, die ganzen Kamerasensoren haben ja einen richtig schnellen Fortschritt gemacht, vor allem in den letzten Jahren und so, und dass die jetzt in der Dynamic Range auch vollkommen hochgegangen sind und alles. Da schreitet die Kameratechnik unglaublich schnell voran. Und da musste ich dem erstmal nicht zustimmen, denn ich finde, die letzten Jahre waren eher so salala. Sony hatte jetzt in den letzten Jahren die Sony A7R3, das war ja eine Kamera mit 40 Megapixeln, die hatte Top Dynamic Range, danach kam die A7R4. Halt mit 61 Megapixeln, die Sony A7 IV mit 33 Megapixeln und halt so weiter. Und von der Dynamic Range, finde ich, hat sich da eher weniger getan. Und wieso denn auch? Es ist immer noch die gleiche Sensortechnik. Um nochmal das Video kurz zusammenzufassen: Ja, man sollte mehrere Bilder machen, wenn man eine High Dynamic Range Aufnahme machen will. Hier, wollte ich nochmal klarstellen, dass die Kameras in letzter Zeit eher sich nicht verbessert haben. Sie sind zwar immer schon sehr, sehr gut. Jetzt, so die Sony A7 IV bin ich sowas von vollkommen mit zufrieden. Ich mache eigentlich gar keine HDRs mehr in letzter Zeit, weil ich das für mich unnötig finde. Aber verbessert haben die sich jetzt auch nicht. Eher verschlechtert, denn jetzt mit den Global Shuttern, die jetzt Sony einführen wird, gibt es ja bisher eher nur Erkenntnisse, dass das eher schlechter geworden ist. Jetzt habe ich gerade davon gesprochen, dass die Kameraindustrie momentan keine Neuerungen mehr hat und eher wenig Neues zu bieten hat. Ja, jetzt würde ich mal sagen, was ich mir wünschen würde. Also wir fangen mal ganz von vorne an. Sagen wir mal, eine neue Sony A7 5 kommt jetzt raus. Die Auflösung müsste nicht sehr viel erhöht werden. 33 Megapixel finde ich perfekt. 35, 40 wären auch noch gut. Aber mehr oder weniger sollten das jetzt auf gar keinen Fall werden. Denn ich finde, für Fotografie ist das wirklich super. Und für Video geht das auch noch vollkommen in Ordnung. Vor allem dieses 4K von 7K runtergerendert. Ist wirklich sehr, sehr scharf und wirklich sieht auch sehr, sehr gut aus. Also diese Auflösung ist schon wirklich perfekt. Dann aber, welche Specs sollten denn dann höher gemacht werden? Zum Beispiel 4K mit 60 FPS mindestens. Und das ohne Crop. Wenn nicht sogar 4K 120 ohne Crop. Wird aber wahrscheinlich nicht so sein, denn dann würde ja die A7S3 vollkommen unrelatable, ich weiß das Wort nur auf Englisch, würde vollkommen unnütze sein. Dann würde die ja niemand mehr kaufen. Also das wird wahrscheinlich nicht geschehen. 4K 60 wäre also schon okay. Und wenn wir jetzt schon bei Sensorfortschritt sind, dann vielleicht halt auch einen Sensor, der keinen Rolling Shutter hat und trotzdem aber keine Dynamic Range Verluste hat, wie es halt jetzt die Sony A9 III hat, die halt jetzt mit dem ISO-Rauschen und Dynamic Range eher so auf dem Level von einer APS-C ein bisschen mehr noch ist. Was ich noch sehr, sehr cool fände, ist genau die gleiche Technik, die momentan in den Smartphones ist, auch in die Kameras einzubauen. Denn was machen denn die Smartphones momentan, um richtig gute Bilder auch in der Nacht hinzukriegen? Die machen nicht nur eine Langzeitbelichtung von 3 Sekunden, denn ja, wäre ja auch, das würde ein so gutes Bild immer noch nicht rechtfertigen. Die machen sonst irgendwie künstliche Intelligenz, was weiß ich alles da drauf, um dann ein gutes Bild hinzukriegen. Momentan wird das Ganze in den Kameras für JPEG schon eingebaut. Das finde ich okay, aber ich würde das Ganze auch gern im RAW sehen, dass man dann die Möglichkeit hat, dann auch das RAW dann so damit zu beeinflussen und dann direkt dann schon die ganzen Sachen im RAW drin zu haben. Wir waren gerade bei Kameras, aber was ist denn, was vermisse ich eigentlich von Apple-Produkten? Ja, ich kann das jetzt genau sehen von bei meinem Opa, denn der möchte sich jetzt schon seit längerer Zeit einen neuen Computer kaufen, nämlich einen neuen iMac. Also hatte ich jetzt einen iMac von 2019, den neuesten, gekauft, weil er hier wenigstens etwas Neuerung haben möchte. Aber er möchte auf jeden Fall einen neueren 27 Zoll iMac haben. Wieso möchte er, dass es eine neue Version von dem iMac gibt? Ja, Gegenfrage, wieso sollte er es nicht wollen? Dieser 27 Zoll iMac-Reihe war doch perfekt. Sie hatte ein 27 Zoll Bildschirm mit 5K direkt integriert, sodass man auch, wenn man jetzt auch selbst die 2000 € gezahlt hat und wenn auch sogar mehr, dann auch direkt damit dann schon den Preis gerechtfertigt hat. So,
Der iMac hatte einen guten Prozessor drin. Man konnte alles damit machen. Wenn man den hochgetunt hat mit Arbeitsspeicher und alles weitere, konnte man damit alles machen. Und wie gesagt, hatte er auch direkt schon einen Bildschirm drin verbaut, der sogar gar nicht mal so schlecht war. Lautsprecher und alles weitere waren auch perfekt. Deshalb, wieso nicht auch eine weitere Version von dem 27 Zöller oder vielleicht auch sogar ein 32 Zöller. Mein Opa kann nämlich auch nichts mit dem 24 Zöller anfangen, denn er hat ein paar Augenprobleme. Und natürlich auch ich, der keine Augenprobleme hat, möchte jetzt keinen 24 Zoll Bildschirm haben. Je größer, desto besser, obwohl das jetzt auch nicht. Hauptsache 27 oder 32 Zoll. Aber leider sehe ich das bei Apple momentan noch nicht. Es gibt dauernd irgendwelche Leaks von, ja, neues iPhone 16 Pro mit jetzt hier einem Kamera-Button und alles weitere. Und dass jetzt der Ultraweitsensor dann auch noch 50 Megapixel bekommen soll. Und was weiß ich, die Apple Vision Pro, was aber keine Leaks zu dem iMac 27 Zoll. Das ist schade, ich würde gern eine neue Version davon sehen, dann vielleicht mit dem M3 Prozessor, wer weiß sogar mit dem M4 Prozessor und das fände ich gut, aber ich glaube, das wird erstmal nix. In meinem letzten Video, in dem Video, wo ich erklärt habe, wie man mit dem iPhone gute Bilder hinbekommt, nämlich mit dem RAW-Modus, habe ich vergessen zu erwähnen, dass dieses Feature nicht in jedem iPhone vorhanden ist. Dieses RAW-Feature ist erst ab dem iPhone 12 Pro vorhanden und das wollte ich hier nochmal schnell gesagt haben, das geht nur ab dem iPhone 12 Pro. Also wenn ihr jetzt ein niedrigeres Handy habt, wie zum Beispiel 12, 11 Pro, dann geht das leider nicht und ihr müsst in dem normalen Format fotografieren. Das nochmal eben zur Erwähnung, sonst kriege ich hier noch weitere Kommentare und alles weitere, dass das alles nicht klappt. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.